Er ist Herr von Juan Carlos Ortiz. Teil 1, Kapitel 2, das Evangelium vom Reich Gottes. Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir. Matthäus 11, 28, 29. Den ersten dieser beiden Verse hören wir gern. Dagegen ist Jesu Aufforderung, nehmet auf euch mein Joch, nicht so populär. Erlösung bedeutet nicht nur Befreiung von Lasten und Problemen. Vom Joch der Sünde bist du losgekommen, aber an seine Stelle ist ein anderes Joch getreten, das Joch Jesu. Er befreit dich von aller alten Bürde, um dich in seinem Reich einzusetzen. Er nimmt dir deine Probleme, damit du seine Probleme teilen kannst. Du lebst jetzt für den König und nicht mehr für dich selbst. Was ich als fünftes Evangelium bezeichne, setzt sich aus all den Versen zusammen, die wir in unserer Bibel unterstrichen haben. Willst du jedoch das vollständige Evangelium vom Reich Gottes lesen, so fang noch einmal von vorn an und lies all jene Bibelverse, die du nicht unterstrichen hast. Dann findest du die Wahrheiten, die du nicht beachtet hast. Persönlich unterstreiche ich in meiner Bibel nichts mehr. Denn dadurch habe ich die Bibelverse in solche erster und solche zweiter Klasse eingeteilt. Früher habe ich dazu verschiedene Farben genommen. Aber jetzt belasse ich alles in derselben Farbe. Jeder Bibelvers ist wichtig. Im Alten Testament wird Jesus als kommender Herr und König dargestellt. Er ist größer als Mose, David und die Engel. David nannte ihn mein Herr. Im Psalm 110, Vers 1. In welcher Form nahm Jesus Kontakt mit dem Zöllner Zachäus auf? Wir Neuzeitpastoren hätten uns an Jesu Stelle etwa so verhalten. Sind Sie Herr Zachäus? Ich bin Pastor XY. Freut mich, Sie kennenzulernen, Herr Pastor. Herr Zollinspektor, dürfte ich Sie um einen Termin für ein persönliches Gespräch bitten? Ich weiß, Sie sind ein vielbeschäftigter Mann, aber findet sich in Ihrem Kalender vielleicht noch ein freier Termin? So bliebe für Zachäus noch ein Ausweg offen. Er könnte fragen, handelt es sich um etwas Wichtiges? Ich denke schon. Vielleicht sind Sie aber anderer Meinung. Na gut, lassen Sie mich einmal sehen. Diese Woche geht es leider nicht mehr. Wie wäre es mit einem Termin in der nächsten Woche? Jesus handelte niemals in dieser Weise. Er schaute zum Baum hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Ein Herr bittet die Leute nicht um einen Gefallen, sondern er befiehlt. Erlösung ist keine Wahl, sie ist ein Gebot. Zachäus muss jetzt entscheiden, was er mit dieser Aufforderung tun wollte, gehorchen oder nicht gehorchen. Deshalb sagte Jesus auch einmal, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Er polarisierte die Menschen in diese oder jene Richtung. Gehorchen bedeutet anerkennen, dass Jesus der Herr ist. Hätte Zachäus nicht gehorcht, wäre er zum Feind Jesu geworden. Er entschloss sich zu gehorchen. Er kam vom Baum herunter und führte Jesus und die Apostel in sein Haus. Sobald er im Haus war, rief er, »Liebling, ich bringe einige Gäste zum Essen mit.« Möglicherweise bekam er zur Antwort, »Aber warum hast du es mir nicht schon früher gesagt, dass du Gäste zum Essen eingeladen hast?« »Liebling, ich habe sie nicht eingeladen. Sie haben sich selbst eingeladen.« Jesus braucht keine Einladung. Er ist der Herr über alle Häuser und Menschen. Nach einer Weile sagte Jesus, heute ist diesem Haus das Heil geschenkt worden. Wann wurde Zachäus errettet?
Niemand hatte ihm den Heilsplan Gottes erklärt. Niemand hatte mit ihm die vier geistlichen Gesetze durchgenommen. Wann geschah seine Errettung? Als er dem Herrn gehorchte. Als er von jenem Baum herabstieg, stellte er sich unter die Herrschaft Jesu. Dasselbe geschah bei Matthäus, der gerade am Zoll beschäftigt war. Jesus verweilte nicht bei ihm, um auf einen passenden Augenblick zu warten, an dem gerade nichts zu tun war, und dann zu sagen: Guten Tag, ich bin Jesus. Darf ich Ihre Bekanntschaft machen? Ich weiß, Sie sind beschäftigt. Oh, da kommt gerade jemand. Lassen Sie sich bitte nicht stören. Ich warte so lange, bis Sie wieder frei sind. Nein, Matthäus hätte die Wahl gehabt, Jesus anzuhören oder nicht. Jesus sagte: Folge mir nach. Das war keine Einladung, es war ein Befehl. Matthäus musste sich entscheiden, ob er gehorchen wollte oder nicht. Im Evangelium vom Reich Gottes gilt: Tut Buße und glaubt. Entweder du tust es oder du tust es nicht. Beim reichen jungen Mann ging es auch nicht anders. Er fragte: Guter Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Lukas 18, Vers 18. Er hatte schon fast alles versucht. Jesus antwortete: Es fehlt dir noch eins. Verkaufe alles, was du hast, und komm, folge mir nach. Vers 22. Der junge Mann ging traurig nach Hause. Was hätten wir jetzt getan? Wir wären ihm wahrscheinlich nachgelaufen und hätten ihm zugeredet: Junger Mann, nimm es nicht so tragisch, komm trotzdem mit. Wir werden uns schon irgendwie einigen. Das hätte bedeutet, dass er wohl Jesus nachgefolgt wäre, aber zu seinen eigenen Bedingungen. Obwohl Jesus ihn lieb hatte, ließ er ihn ziehen. Hätte er seine Bedingungen abgeschwächt, wäre der junge Mann nie wirklich von sich selbst erlöst worden. Einen weiteren Mann forderte Jesus auf, ihm sogleich nachzufolgen. Dieser gab zur Antwort: Erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Lukas 9, Vers 59. Wir hätten geantwortet: Entschuldigen Sie bitte vielmals, das konnte ich ja nicht ahnen. Bitte akzeptieren Sie mein herzliches Beileid. Lassen Sie sich ruhig 2 oder 3 Tage Zeit, bis der ganze Beerdigungsrummel vorbei ist. Nein, entgegnete Jesus, andere sollten das besorgen. Er war wichtiger als ein gestorbener Vater oder sonst irgendjemand. Der Mann hatte zwar eingewilligt, Jesus zu folgen, aber erlaube mir zuvor, wer kommt vor Jesus? Auch hier war einer, der Jesus nach eigenen Vorstellungen nachfolgen wollte. Und Jesus sagte: Nein, nur zu meinen Bedingungen. Natürlich hätte Jesus ihn ziehen lassen können, um den Vater zu begraben. Doch es ging dabei um eine grundsätzliche Sache. Wieder ein anderer sagte: Ich will dir folgen, Herr. Zuvor aber lass mich von meiner Familie Abschied nehmen. Lukas 9, 61. Jesus hätte antworten können: Selbstverständlich, geh erst nach Hause, verabschiede dich von deiner Familie und überbringe ihnen meinen Dank dafür, dass sie dich mit mir ziehen lassen. Doch Jesus ließ diese Wünsche nicht zu. Wir sind nicht gerettet, weil wir uns mit einer bestimmten Lehre oder mit einem biblischen Bekenntnis einverstanden erklären. Wir sind gerettet, weil wir tun, was Gott fordert. Jesus sagt nur: Folge mir nach, und nicht, ob und wie hoch er uns dafür belohnt. Er befiehlt einfach. Der Ruf zur Bekehrung ist ein Befehl. Gott will, dass alle gerettet werden, weil alle gesündigt haben. So befiehlt er uns, Buße zu tun. Geschieht das nicht, sind wir Gott gegenüber ungehorsam. Deshalb kommen die, welche nicht Buße tun, ins Gericht. Das wäre nicht so, wenn es sich nur um eine Einladung handeln würde. Nehmen wir an, du fragst mich:
Juan Carlos, möchtest du ein Stück Kuchen? Und ich antworte, nein, danke. Daraufhin traktierst du mich mit Fäusten. Warum schlägst du mich? Weil du meinen Kuchen abgelehnt hast. Aber du hast mich doch zuerst gefragt, ob ich will oder nicht. Weshalb werde ich jetzt bestraft? Tut Buße ist ein Befehl und keine Einladung. Sonst dürfte Jesus niemanden, die ablehnend sind, nicht bestrafen. Sonst dürfte Jesus diejenigen, die ablehnend sind, nicht bestrafen. Sorry. Würde Jesus den reichen Jüngling oder den Verkauf von dessen Reichtümern in seine Nachfolge aufgenommen haben, hätte er einen verwöhnten Jünger in seiner Begleitung gehabt. Jedes Mal, wenn Jesus ihm etwas zu tun befohlen hätte, würde der junge Mann sich überlegt haben, soll ich oder soll ich nicht? Wir haben solche Gläubige in unseren Gemeinden, weil wir es mit dem fünften Evangelium halten. Sich bekehren heißt, sich Christus unterstellen. Vielleicht ist dir mancher biblisch-theologischer Begriff nicht klar. Ich lese es nochmal. Sich bekehren heißt, sich Christus unterstellen. Vielleicht ist dir mancher biblisch-theologische Begriff nicht klar, aber dir ist sicher klar, was es heißt, sich dem Herrn zu unterstellen. Du wirst ein Bürger seines Reiches. Er nimmt dich unter seinen Schutz. Doch was bedeutet es, wenn es im Vater unser heißt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf Erden wie im Himmel? Es bedeutet, dass ich vom Thron meines Lebens abtreten muss, damit Jesus diesen Platz einnehmen kann. Ehe ich Jesus kannte, bestimmte ich über mein Leben. Seit ich ihn kenne, bestimmt er darüber. Dein Wille geschehe auf Erden. Geht uns hier und heute an. Nicht erst morgen oder in einem zukünftigen Zeitalter. Wir modernen Pastoren haben das Evangelium vom Reich Gottes verwässert und in bequeme Monatsraten aufgeteilt. Das ist wie beim Autokauf. Für eine Anzahlung von vielleicht 1000 Euro erhält man das ganze Auto und danach sind weitere Monatsraten fällig. Oftmals gleicht unsere Evangeliumsverkündigung solch einem Autokauf. Wir sagen, möchtest du gerettet werden? Dann erhebe deine Hand. Das reicht. Wie reicht das? Das ist die erste Anzahlung. Nach einer gewissen Zeit wird jemand sagen, wir werden bald einen Taufgottesdienst abhalten, an einem schönen, warmen Tag und bei gut temperiertem Wasser. Eine ganze Anzahl lassen sich taufen, du sollst dich auch taufen lassen. Das wäre die zweite Rate. Antwortet der Betreffende aber, oh nein, ich mach mir nichts daraus. Sagen wir, macht nichts. Du kannst ja noch warten, bis du dazu bereit bist. Das war nicht die Botschaft der Urgemeinde. Sie sagten, tut Buße und lasst euch taufen. Dies war ein Befehl und keine Freiwahl. Nochmal, das war nicht die Botschaft der Urgemeinde. Sie sagten, tut Buße und lasst euch taufen. Dies war ein Befehl und keine Freiwahl. Nach langer Zeit folgt eine weitere Rate. Weißt du, lieber Bruder, alle Aktivitäten in unserer Gemeinde sind ja auch mit Kosten verbunden. Deshalb geben wir den Zehnten. Aber das hört sich schlimmer an, als es ist. Denn wenn du den Zehnten gibst, reichen die verbleibenden 90% weiter als deine früheren 100%. Gott wird deine Finanzen strecken. Das ist ein menschlich orientiertes Evangelium. Mit diesen kleinen Dosen impfen wir von Zeit zu Zeit die Leute gegen das echte Evangelium vom Reich Gottes. Dann wundern wir uns, wenn all unser Predigen spurlos an den Zuhörern vorübergeht. Jesus sagt, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Matthäus 6, 33. Was ist mit
solches alles gemeint? Der Zusammenhang zeigt es klar. Nahrung, Kleidung, Wohnung und die unentbehrlichen Dinge des Lebens. Oft wird gebetet: Herr, gib mir eine bessere Arbeitsstelle. Herr, gib mir dies und gib mir das. Warum muss man erst um diese Dinge bitten? Weil man nicht zuerst das Reich Gottes sucht. Solches alles hat der Herr denen verheißen, die zuerst nach seinem Reich trachten. Alles, was ich zu tun habe, ist, sein Reich an die erste Stelle zu setzen. Dann werde ich mich wundern und fragen: Wo ist all der Segen in meinem Leben hergekommen? Alle diese Dinge müssen mir zugefallen sein, während ich nach dem Reich Gottes trachtete. Wow! Wenn man sieht, wie viele Gläubige leben, könnte man annehmen, Jesus hätte ihnen gesagt: Trachtet zuerst danach, was ihr esset, was ihr anzieht, welches Haus und welches Auto ihr kauft, welche Arbeit ihr sucht, wen ihr heiratet, und dann, wenn ihr noch etwas Zeit übrig habt und es euch nicht allzu schwer fällt, tut bitte noch etwas für das Reich Gottes. Ich fragte einmal jemand: Warum arbeiten Sie? Ich arbeite, damit ich zu essen habe. Wenn ich nicht arbeite, gibt's nichts zu essen. Und warum essen Sie? Fragte ich weiter. Damit ich Kraft zum Arbeiten habe. Warum arbeiten Sie dann wieder? Nun, ich muss weiterarbeiten, um weiter essen zu können, damit ich arbeiten kann, um wieder Essen zu haben. Ein solches Leben hat nicht sehr viel Sinn. Es ist zum Selbstzweck geworden. Eines Tages begriff ich: Mein Lebenszweck ist die Ausbreitung des Reiches Gottes. Jesus sagt: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Matthäus 28, 18. Der Vater hat ihm den Auftrag gegeben, alle seine Feinde unter seine Füße zu bringen. Und wie der Vater den Sohn gesandt hat, so sendet Jesus jetzt auch seine Jünger, damit sie Anteil daran haben, die Herrschaft Gottes auf der Erde aufzurichten. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Matthäus 28, 19 bis 20. Ich darf Stück für Stück mithelfen, Gottes Reich zu bauen. Um das tun zu können, muss ich essen. Um essen zu können, muss ich arbeiten. Doch hinter all diesem steht die Absicht, das Reich meines Herrn auszubreiten. Deshalb muss ich meine Prioritäten anders ordnen. Ich studiere an der Universität nicht, um einen akademischen Grad zu erwerben, sondern in erster Linie vertrete ich dort die Sache des Reiches Gottes. Und nebenbei erwerbe ich auch noch einen akademischen Grad. Ich stehe nicht nur an meinem Arbeitsplatz, um mein Auskommen zu haben, sondern um ihn für Gott zu behaupten. Wohl bin ich dem irdischen Arbeitgeber unterstellt, aber mein wirklicher Herr ist Jesus. Sonst sollte ich aufhören, seinen Namen zu nennen, denn Jesus fragt: Was heißt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Lukas 6, 46.